Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer frisch gebackenen Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich wollte das letzte Mal wieder nochmal in das Lagerhaus zurück, weil wir erinnern uns, da war ja noch die eine Etage, da konnte ich ja nicht alles holen, weil mein Inventar zu voll war. Und das habe ich jetzt vor zu machen. Aber erstmal muss ich was trinken. Ja. Erstmal hauen wir uns was hinter die Birne. Es ist momentan sehr dunkel. Und das ist halt blöd, wenn man im Dunkeln irgendwas machen muss, das ist scheiße. So, okay. Und diesmal habe ich halt diese Holzblöcke mit dabei, damit ich wieder hier oben auf die Treppe drauf komme. Da ist nämlich die kaputte Treppe. Dann muss ich mich schauen, dass ich da nämlich irgendwie hinkomme. Dann muss ich mal sehen, dass ich das hier kaputt haue, weil das ist mir ein Weg. Nein! Oh, das dauert jetzt lange. Es wird langsam wieder hell. Sehr gut. Sieht man wenigstens wieder was. Oh, wenigstens habe ich genügend Ausdauer. Ich gucke mal, ob ich das vielleicht so hinbekomme. Warte mal. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, dass ich das so machen kann. Ich gehe mal her. Ich habe mal hier diese Holzblöcke. Mal gucken, ob das vielleicht so geht. Ah, das geht auch so. Jawohl. Okay. Auch den nur hier so dran setzen. Alles klar, weil dann kann ich mich da hochhüppen. Okay, hier geht es natürlich nicht, weil da ist irgendwas im Weg. Egal. Seht ihr? Okay, mal gucken. Kann ich das weghauen? Kann ich bestimmt, oder? Ja, das geht. Haha. Seht ihr? Man muss nur einfallsreich sein. Und dann geht das, oder? Yes. Und dann komme ich hier nämlich hoch und dann kann ich mich hier... Yeah. Warte. Zack. Aha. Einfallsreichtum wird belohnt. Geile Sache. Okay, warte. Dann nehme ich jetzt hier wieder meine Patronenspritze. Dann gehen wir nämlich immer hier rein. Dann holen wir uns nämlich jetzt das restliche Zeug raus, was wir beim letzten Mal nicht mitnehmen konnten. So. Alles klärchen. So, das kann ich zerlegen, das kann ich zerlegen, das kann ich eigentlich auch zerlegen. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir gucken uns genau um. Ich will wirklich alles mitnehmen, was hier rumstehen könnte. Okay, Kaffeeautomat. Da haben wir drin. Ja, Kaffee. Kaffee kommt immer gut. So, was haben wir hier? Ja, hier, guck mal, schon wieder Munition. Schon wieder Munition. Geile Sache. Okay, schauen wir da oben. Dankeschön. So, was haben wir hier? Pilz. Pilzsporen, nee, brauchen wir nicht. Mais. Maissamen. Oh, ich kann Mais anpflanzen. Geil. Geil. Okay. Das ist alles leer. Haben wir hier? Ja, hier ist noch was. Warte. Magnum. Vollstrecker. Schaden. Die 44er Magnum ist die stärkste Handfeuerwaffe der Welt. Verursacht 10% mehr Schaden mit einer Magnum. Habe ich gelernt. Habe ich gelernt. Okay. So, mal gucken, was hier drin ist. Ja, das haben wir schon gesehen. Das nehme ich auch mit. So, warte mal. Hier, zerlegen. So, was haben wir hier? Okay, Patronenhülsen. Okay, okay. Das sieht gut aus. So, leerer Aktenschrank. Hier war, glaube ich, auch noch. Ja, hier ist auch noch was. Ah, ist hier was nachgespawnt. Okay, das hier ist ein Schreibtisch, da ist anscheinend nichts drin. Okay. Aber warte mal, die Bürostühle kann ich doch zerlegen, oder? Ja! Zerlegen, so. Wo bleibt ihr denn? Ich sehe euch nicht. Okay, hier war nichts mehr gewesen. Am Bürostuhl. Hier ist auch nichts drin. Okay. Okay, der haut irgendwo dagegen. Yes, das hier könnte Checkpot sein. Ist es aber nicht. Was ist das hier? Ist auch kein Checkpot. Ah, hier. Reines Mineralwasser.
Noch eine Topfpflanze. Nehme ich auch mit. Warum nicht? So, okay. Dann haben wir eigentlich das hier das Warenhaus komplett leer, oder? Haben wir hier eigentlich alles gemacht. Also mehr dürfte es eigentlich hier nicht mehr geben. Ich kann nochmal hier durchrennen. Ich kann hier nochmal kurz gucken. Aber hier dürfte es eigentlich jetzt nichts mehr geben. Geh nochmal hier entlang. Vielleicht ist hier noch irgendwo was versteckt. Könnte ja sein. Nee, ist aber nicht. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Da drin ist einer. Okay. Dann gehen wir noch mal ganz kurz hier rein. Weil was mich jetzt dann natürlich interessieren würde, ich habe noch ein bisschen Platz frei. Wir schauen einfach mal. Da ist er. Okay. Hier war ich ja schon überall gewesen. Genau. Aber was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wo geht es hier hin? Weil das wäre jetzt zum Beispiel noch interessant. Weil wenn ich jetzt hier runterplumse und ich mache mir jetzt Schaden, das wäre natürlich ein Riesenproblem. Deswegen gehe ich erstmal zurück. Ich gehe erstmal zurück in meine Base und dann tue ich mich erstmal passend ausrüsten, würde ich sagen. Erstmal hier durch, zeige die Bumm, yes, alles klar. Und Geronimo! Erstmal Inventar leer machen und dann gehen wir da mal runter, würde ich sagen. Erstmal passend ausrüsten, damit wir auch gegebenenfalls wieder da hochkommen. Wobei, das wäre echt scheiße, wenn ich dann da runter gehe und komme dann nicht mehr hoch. Das wäre echt kacke. So, okay, dann gehen wir jetzt mal hier zurück. Räumen wir unser Zeug weg. Und dann gehen wir da nochmal rein. Da gucken wir nochmal. So, okay, hier mal zu. Alles klar, mal gucken, was haben wir jetzt hier zusammengesammelt. Wir haben Eisen, wir haben wieder Holz. Wir haben Nägel. Nägel hatte ich auch irgendwo. Da unten sind sie. So, Blei. Kaffee kommt dann darüber. Das ist das Ding da. So, Eisenrohr. Das kommt dann wieder zu Waffen. Das ist eine Blechdose. Das kommt zu Essen. Ah, das kommt auch wieder da zu den Waffen. Freunde, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss mal schnell Pullerrunde machen. Ich bin sofort wieder bei euch. So, Freunde, wie gesagt, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, aber es ging nicht mehr anders. Es war gerade nicht mehr zu ertragen. Es musste sein. So, wir machen natürlich jetzt hier schnell weiter. Wir machen hier schnell alles leer. Und dann, wie gesagt, dann gehen wir mal da runter, weil ich bin echt neugierig, was da unten nämlich alles ist. Da ist bestimmt gutes Zeug, was man nämlich dann mitnehmen kann. So, hier ist noch die Pflanze, hier ist noch Leder. Leder tun wir mal hier hin. So, alles klar. So, dann gehen wir mal hier an die Waffenkiste. Munition lasse ich jetzt immer einstecken. Maschinengewehr ist auch noch zur Hälfte in Ordnung, also lassen wir das auch noch drinne. So, jetzt tun wir erstmal hier das hier raus. Warte mal, hier haben wir auch noch welche, das tun wir auch mal hier hin. So, ah, jetzt nochmal Leder dadurch, dass ich das Ding zerlegt habe, alles klar. So, Patronenhülsen, alles klar. Also mal kurz hier rüber, das Leder machen wir noch hier rein. Zack. So, gehen wir mal hier an die Kleidungskiste, damit wir die Kleidung rauskriegen. So, das ist eine Mütze. Mütze tun wir mal hier hin. So, Jacke mache ich mal da unten hin. Hier hast du eine Mütze. Die mache ich jetzt mal hier hin. So, Rüstungsteile. Tue ich dahin. Das kommt dahin. Okay. Eine Brille. Eine Brille, die eigentlich dann kein Mensch braucht, aber ich tue sie mal hier mit rein. So, eine Jacke. Da. Kommt hier auch da unten in die Reihe. Alles Klärchen. So. Gehe ich wieder hier an dieses Teil. Warte mal. Weil das Mineralwasser, das tue ich mich jetzt hier mit dazu. So, zack. Das tue ich mal so nebeneinander stecken. Alles klar. So, die Pflanze, die tue ich dann gleich auch wieder aufstellen. So, warte mal, müssen wir hier an das Ding kurz ran. Dann kommen nämlich jetzt hier die Maissamen rein. Zack. Okay, dann mal kurz hier hin. Der Kaffee kommt hier rein. Zack. Okay, das sieht gut aus. Die leeren Glaskrüge. So. Und, was hatte ich jetzt noch einstecken gehabt? Das war jetzt eigentlich nur noch die Topfpflanze. Wo stelle ich die jetzt hin? Wo stelle ich die jetzt hin? Warte mal. So, damit es ein bisschen schön hübsch aussieht, würde ich sagen. Ja, hier so ein bisschen in der Nähe vom Bett, ja. Nein, das war falsch. Wollte das hier. Da, Topfpflanze. Zack. Alles klar. Seht ihr, wird langsam wohnlich hier drinne. Perfekt. So, dann gucke ich mal, warte mal, ich muss erstmal gucken, dass mein Leben soweit voll ist. Ich will jetzt erstmal mir hier einfach nur, zack, Schmerzmittel reinpfeifen.
Oh, das bringt aber nichts. Okay. Okay, und ich sollte vielleicht mal was essen. Ich habe jetzt irgendwie Hunger. Was esse ich jetzt? Was esse ich jetzt? Hier habe ich hier große Rindfleischrationen. Die esse ich jetzt. Okay, und guck mal, da geht sogar die Ausdauer nach oben. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Haben wir noch irgendwas Fruchtiges, was ich essen kann? Was ist das hier? Dosbirnen. Ja, die essen wir auch. Guck mal, die pfeifen uns auch rein. Alles klar. So, okay. Dann klauen wir uns hier noch was zu trinken raus, damit wir das Trinken hier ein bisschen schonen können. Was haben wir hier? Bier, roter Tee, Yucca-Saft, das hier. Okay, dann nehme ich jetzt hier das. Flasche Mineralwasser, genau. So, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So, alles klar. So, und dann machen wir uns nämlich nochmal rüber. Und dann sehen wir nämlich mal, dass wir mal ganz schnell mal da runter gehen, weil ich will gucken, was nämlich da unten ist. Da unten im Keller. Ich muss wissen, was da unten drin ist. Aber weil das Problem ist, man sieht zwar den Keller, aber ich sehe keinen Weg nach oben. Wenn man hier außen rumläuft, ich habe bis jetzt noch keinen Weg wieder nach oben gesehen. Wir können ja einmal drum rumlaufen. Gucken einfach mal, ob hier vielleicht irgendwo wieder ein Ausgang ist. Aber ich sehe hier keinen Ausgang, Freunde. Müssen wir mich dann sehen, dass wir da nämlich irgendwie wieder rauskommen. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Durchgang unten, wo man dann wieder nach oben kommt. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal da runter. Wir schauen einfach mal, was da unten ist. Okay. So. Jetzt natürlich vorsichtig. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Das nimmt bestimmt Schaden, oder? Autsch. Nein, hat keinen Schaden genommen. Alles klar. So, aber was ist jetzt hier unten? Was ist jetzt hier unten? Und wie kommen wir dann wieder raus? Verschlossen. Okay, hier komme ich nicht durch. Hier gucken. Hallo, ist hier jemand? Das sieht aus wie ein Schießstand. Da könnte es bestimmt irgendwas geben wie Munition oder Waffen. Das wäre doch geil, oder? Okay, das hier nehme ich schon mal mit. Alles klar, da ist auch noch ein Müllhaufen. Da gucke ich auch mal rein. Da ist noch nichts drin. Okay. Okay, ich soll mich mal hier vielleicht mit einer Waffe ausrüsten. Okay, das sieht gut aus. Sieht gut aus, alles klar. Okay, was ist hier? Das wird aber nicht der einzige gewesen sein, oder? Es wird bestimmt noch mehr geben von der Sorte. Als ob ich es nicht gewusst hätte. Sister, kommt nämlich um die Ecke. Okay. Was haben wir hier drin? Yeah, geil. Nehmen wir mit. Dankeschön. Okay. Nägel kommen gut, nehme ich mit. Hey, was haben wir hier? Hallo? Kann ich ja nichts rausnehmen? Doch, kann ich. Yeah! Yeah! Geil! Was ist das hier? Ein Safe! Okay, ich habe aber, glaube ich, nicht mehr genügend Dietriche, oder? Können das noch hinhauen? Wir probieren es einfach mal. Oh, bitte lass die Dietriche reichen. Bitte, bitte, bitte. Haben noch 4 Stück. Okay, jetzt habe ich noch 3 Stück. Ey, echt jetzt? Oh, komm, verarsch mich jetzt. War klar, war klar. Guck dir die Scheiße an. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Ich hätte es wissen müssen, dass die Dietriche jetzt nicht ausreichen. Aber egal. Ah, hier ist noch ein Dietrich, alles klar. Okay, wir gucken mal hier rein. Oh, da ist kein Dietrich mehr drin, okay. Mal hier geguckt, was hier drin ist. Da ist nichts drin, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, nochmal Mineralwasser, dankeschön. So, hier sind wir, glaube ich, durchgekommen. Ja, müssen wir nicht durch. So, okay, wir gucken mal hier rein. Vielleicht reicht das ja. Es hat gereicht. Es hat gereicht, ja. Oh, ich habe eine Knarre, endlich. Goldklumpen, yay. Dreifach Speicherungsmod. Okay. Okay, und jetzt kommen wir hier wahrscheinlich wieder nach oben. Wo kommen wir denn da raus?
Kommen wir denn hier raus? Keine Ahnung. Muss mal gucken, wo wir da durchkommen. Hey. Was sind wir denn hier? Hey. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Hey. Ah, okay. Hallo? Geht's jetzt so gut oder was? Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Hier wäre noch eine Tür gewesen. Hier wären wir auch reingekommen. Alles klar. Okay, weiß ich Bescheid. Ist ja geil. Ist ja geil. Okay. Ah, ich bin aber hier raus. Nein, wollte ich doch nicht. Ich wollte das kaputt machen. Okay, jetzt sind wir hier rausgekommen. Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Gut, damit haben wir das Ding nämlich auch leergeräumt. Geil, geil, geil. So, dann haben wir nämlich das Warenhaus haben wir komplett leer jetzt. Das Warenhaus haben wir komplett leer geräumt. Okay, die Sonne schadet uns gerade ein bisschen. Das ist natürlich schlecht. So, okay, jetzt müssen wir erstmal wieder Sachen wegräumen. Ja, das ist, was mir wehtut, ist, ich hatte ja einmal diese Stahltüren gefunden, wie sie da auch hier vorne in dem Bunker drin ist. Und habe mir hier die Stahltür reingesetzt. Die ist natürlich dadurch auch weg. Und ich habe sie da nicht mehr gefunden, da wo sie vorher war. Traurig, aber wahr. Egal, sobald ich die Möglichkeit habe, baue ich mir eine Stahltür. So, aber wie weit sind wir? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay. Ja, das nehmen wir auseinander. Das kommt hier rüber. Glasbruch kommt dann wieder da drüben hin. Nägel. Patronenhülsen kommen woanders hin. Stahlrohr. Das hier kann ich auch zerlegen. Das kommt auch nicht hier hin. Das kommt auch nicht hier hin. So, Leder. Alles klar. So, Helmlichte-Mod. Das ist geil. Das ist geil. So, angepasste Fittings-Mods. Was das ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Noch keine Ahnung. Ich muss gucken, was das ist. Oh, okay. Dann haben wir jetzt hier wieder einen Dietrich. Aber oh, wir haben noch einen Dietrich übrig. Ist ja geil. Okay, hier. Das hier. Das zerlegen wir. Da ist eine Waffe, Pistole. So, die Pistole, die stecke ich jetzt direkt mal ein, weil die kann ich nämlich gebrauchen. So. Kann nämlich jetzt auch gleich ein bisschen Munition mitnehmen. Mama, habe ich hier? Ja, ich lasse die Munition hier drin. Ich nehme diese Munition mit. Das Rest hebe ich mir auf. So, das kommt dann gleich alles woanders hin. Hier habe ich Gold. Gold, ganz wichtig. So, was ist das hier jetzt? Was ist das hier? Was kann ich damit machen? Das sieht aus wie so Taschen. Tragekapazität plus 3. Okay. Kann ich das mit irgendwas verbinden, ne? Das teste ich gleich mal. Da gucke ich gleich mal, was man damit machen kann. So, okay. Nähset. Das hier kann ich auch zerlegen. Stofffetzen. Das kann ich zerlegen. Kleber. Holz. Und Eisen. Alles klar. Gut. Gehen wir hier hin. Okay, wie ich hatte gesagt gehabt, die Munition lasse ich jetzt mal bei mir. Okay. So, was habe ich jetzt hier noch an Waffensachen? Ich habe hier wieder eine Schrotflinte. Ja, habe ich schon 2. Geil. Geil. So, und noch ein Schockstab. Gar nicht schlecht, ey. Ich bin hier so schon richtig gut bewaffnet jetzt. So, Mineralwasser tue ich hier wieder rein. So, warte mal, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe jetzt hier noch das hier. Das kann, tue ich jetzt hier mit hin. Die Lampenmod. Da muss ich ja mal gleich gucken. Habe ich einen Helm? Ich habe einen Helm. Yeah, Football-Helm. Geile Sache. So, das tue ich mal hier rüber. Das teste ich später dann mal irgendwann. Nicht jetzt. Irgendwann, aber nicht jetzt. So, okay. Warte mal, das kann ich noch anziehen, oder? Wagen. Yay, okay. Habe ich nämlich das Pflanzenfaserhemd mich dann hier ausgezogen. Okay, okay, das tue ich mal da hoch. Alles klar. So, okay, dann habe ich hier wieder eine Mütze. Die tue ich dahin. Hier ist noch eine. Hier ist ein Basecap. So, alles klar. Oh, okay, 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 okay. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. So, alles klar. Ära Glaskug tue ich hier hin. Habe ich jetzt noch irgend. Ah, hier, genau. Schießpulver. Schießpulver kommt hier hin. Zack, zack. So, perfekt. Oh, ja. Machen wir das jetzt mal alles hier rüber. Zack. Okay. Und jetzt machen wir das hier. Warte mal.
Zerlegen, fallen lassen, verändern. Da, verändern. So, und jetzt mal hier, zack, die Lampe drauf. Geil. So, und dann tue ich den jetzt anziehen, tragen. So, und jetzt. Aha, aha, ich habe Licht, ich habe Licht, ich habe Licht. Geil, geil. Ich habe Licht, ich habe Licht. So, mal gucken, was soll ich jetzt noch einstecken? Jetzt kommt das hier noch raus, zack. Habe ich noch irgendwas in der Warteschlange? Ja, da ist noch was in der Warteschlange, okay. Machen wir halt dann noch. So, und dann habe ich hier noch eine Taschenlampe. Die Taschenlampe brauche ich aber jetzt nicht. Das ist Ausrüstungsteile. Das tue ich jetzt hier mit hin. Zack, okay. Perfekt. Eigentlich kann ich ja erstmal hier die Axt. Kann ich erstmal hier mit rein tun. Und den Schlegel. Ah, der Schlegel kommt zu Waffen. Und tue mal zu Waffen. Weil momentan habe ich ja alles dabei. Dann kann ich ja das erstmal aufheben. So, zack. Perfekt. So, okay. Habe ich noch irgendwo Dietriche? Hatte ich noch Dietriche? Nee, ne? Na, schade. Dietriche wären so wichtig. Aber egal. So, Freunde. Bevor wir natürlich mit dem nächsten Gebäude weitermachen, müsst ihr euch gedulden bis zur nächsten Folge. Ich sage Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns. Ciao, tschüss. Ich freue mich schon.